Hoch die Hände, Wochenende heißt es gleich. Aber bevor wir Sie ins wohlverdiente Wochenende entlassen, haben wir unter anderem noch diese Themen. Heute bei uns in der Sendung machen wir eine Zeitreise ins Jahr 1993 nach Olbernhau. Wir erklären Ihnen, wer Andreas Möller war, und Frühjahrsgrüße gibt es mit dem Frühlingserwachen in Thermalbad Wiesenbad. Das sollten Sie nicht verpassen, also bleiben Sie dran. In wenigen Augenblicken geht es los. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier, also schalten Sie ein. Es ist Freitagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Regional. Die täglich aktuelle Sendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 31. März 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Ja, der März liegt in den letzten Zügen, wir haben Sommerzeit, nur das Wetter mag noch nicht so recht mitspielen und die großen Frühlingsgefühle liegen noch in der Schublade. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb wurde das Frühlingserwachen in Kurort Wiesenbad besonders erwartet. Günter Langer war auch unter den Besuchern. Ja, eigentlich hätten wir gedacht, dass diese Bilder der Vergangenheit angehören. Aber wie das Leben eben so spielt, auch der Winter 2022-2023 ist noch nicht ganz vorbei. Im Thermalbad Wiesenbad gab es ein Frühlingsfest, auch wenn die grauen Wolken am Himmel schon davon zeugten, heute könnte es wieder regnen. Es war dann auch so, haben viele Hunderte an Menschen diesen Tag genutzt, um beim Frühlingsfest 2023 mit dabei zu sein. Auch Ihnen viel Spaß! Der Frühlingsmarkt 2023 ist sozusagen immer der Auftakt für die Kurparksaison 2023 in Wiesenbad. Am Sonntag, 26. März, boten 50 Händlerinnen und Händler aus ganz Sachsen um die Kulturparkhalle selbst, aber auch im Außenbereich, Handarbeiten, Nahrungsmittel, Kosmetik bis hin zur Keramik und natürlich Schmuck. Also einen Besuch, den man nicht verpassen sollte, und wie erwähnt, viele an hunderten Gästen haben dies genutzt. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, wer Andreas Möller ist? Klar, werden jetzt einige sagen, das ist doch der Fußballer mit dem Ausspruch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Aber genau um den geht es nicht, sondern um einen, der in Freiberg Lehrer am Gymnasium war. Mehr dazu von den Kollegen von Glück auf TV Kanal 9 Erzgebirge. Im Haus Albertinum des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde Geburtstag gefeiert. Aber nicht irgendeiner, sondern der 425. von Andreas Möller. Andreas Möller war 1623 Lehrer am Gymnasium in Freiberg. Ab 1630 übernahm er dann zusätzlich die Leitung der Schulbibliothek. Diese Tradition wird bis heute gepflegt. Noch immer finden sich im Scholl-Gymnasium neuere, aber vor allem auch sehr alte Bücher. Die AG Bücherschätze beschäftigt sich mit dem wertvollen Kulturgut, das sich in der Schulbibliothek befindet. Anlässlich der Geburtstagsfeier gaben die Mitglieder Einblick in ihre Arbeit zum diesjährigen Thema, die Welt der Tiere. Zusätzlich zum Kunstprojekt bekamen die Gäste auch Einblick in die historischen Schätze, die sich in der Andreas-Müller-Bibliothek befinden. Ein besonderes Highlight waren dabei vor allem auch die ganz alten Bücher, die über die letzten Jahre umfangreich restauriert wurden. Für die Schule ist es natürlich ein großer Gewinn, dass diese Bibliothek erhalten bleibt, die Bücher restauriert werden, viele andere Schätze, die in der Bibliothek verwahrt werden, restauriert werden. Und das macht die Schule aus meiner Sicht einzigartig, dass sie über so einen Schatz verfügt. Herr Dr. Bannis hatte ja auch erwähnt, dass es im Grunde in Sachsen die einzige Schule ist. Viele der alten Schätze wurden bereits überarbeitet. Einige warten jedoch noch auf ihre Restauration. Um das Kulturgut erhalten zu können, braucht die Schule jedoch Unterstützung. Die Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur der Sparkasse Mittelsachsen setzt sich bereits seit einigen Jahren für den Erhalt der Buchschätze ein. Am Donnerstag konnte sich das Scholl-Gymnasium nun über die Verleihung des Andreas-Möller-Geschichtspreises freuen, mit dessen Hilfe in Zukunft weitere Bücher restauriert werden sollen. Wir haben noch etliche Bände in der Bibliothek, die erneuert restauriert werden müssten, um sie vor dem völligen Zerfall zu bewahren. Und die Sparkassenstiftung wird uns da weiterhin unterstützen, auch die Sparkasse Mittelsachsen. Es war die Nacht vom 31. März auf den 1. April 1993. Da wurden die Olbernhauer durch Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen. Der Feuerschein über der Stadt verhieß nichts Gutes. Das ehemalige Hotel am Markt stand in Flammen. MEF-historische Aufnahmen davon hat Günter Langer in seinem Archiv gefunden und nochmal aufbereitet. Wegen Rekonstruktion geschlossen. So konnte man das Ganze Anfang April 1993 noch im Eingangsbereich lesen. Das ehemalige Hotel Gerichtsschenke am Markt 1, später das Hotel Stadt Olbernhau, wurde in der Nacht vom 31. März zum 1. April 1993 durch einen Brand teilweise im Dachbereich zerstört. Die Brandursachen sind bis heute ungeklärt. Was folgte? Bis 1996 wird das Gebäude vollkommen um- und ausgebaut und anschließend als Kanzleihaus in Betrieb genommen. Wie sich die Ereignisse in der Nacht zum 1. April 1993 darstellten, sollen nachfolgende Bilder und der Kommentar aufzeigen. Meine lieben Zuschauer, mein Name ist Gunter von Rüssel. Und ich bin Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Olbernhau. Ich möchte Ihnen ein paar Informationen über die Brandbekämpfung beim Hotelbrand geben. Einsatz Dachstuhlbrand. So ist die Brandmeldung am 31. März 1993 um 23.42 Uhr für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Olbernhau. Das erste Löschfahrzeug, das DLF, begab sich nach ca. 3 Minuten nach Ertönen der Sirene zum Einsatzort. Am Einsatzort angekommen, standen wir vor zwei Tatsachen. Zum ersten, der Dachstuhlbrand in Saaltrakt voller Ausdehnung. Zum zweiten, auf
befanden sich die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses noch in ihren Wohnungen. Also gab es für uns nur eins: Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Als die Bewohner in Sicherheit waren, nahmen wir sofort die Brandbekämpfung auf. Die Besatzung des DLF übernahm die Sicherung des Wohnhauses am Markt. Die Besatzung des LF-16 baute sofort die Wasserversorgung von Rungstuckbach zur Brandstelle auf und übernahm die Brandbekämpfung im Saaltrakt. Die Abschirmung der ehemaligen Schälkische und der Rentenversicherung ehemals Schnellreinigung. Gunter, wie ist es einem eigentlich zumute bei so einem Brand? Hast du solch einen Brand schon mal miterlebt? Ja, miterlebt schon das Schloss Bornstein. Da war ich mit zum Brand. Es ist auf keinen Fall ein gutes Gefühl, wenn die Sirene ertönt, immer wird zum Brand gerufen. Hier sind zwei Trupps im Einsatz. Also hier galt es speziell, das Wohngebäude zu schützen. Also wie man hier sieht, der Saal, der ist schon weg. Hier gab es nur noch eins, das Wohngebäude, Museum und Schulhort zu schützen. Das war erstmal das Eins mit den Kräften, die wir zur Verfügung hatten. Und es ist uns glücklicherweise auch gelungen. Soweit Szenen vom Dachstuhlbrand 1993 in Olbernhau, kommentiert von Gunter von Rüssel. Da an diesem Wochenende auch die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wurden, ergeben sich daraus die zeitlichen Differenzen bei den Amateuraufnahmen. Heute, wie bereits eingangs erwähnt, ist dieses Gebäude das Kanzleihaus in Olbernhau am Markt 1. Damit geht es rein in unseren Serviceblock mit dem Regionalwetter, aber zuerst schauen wir mal in die Polizeiberichte. Marienberg, Ortsteil Ansprung, Brand in Mehrfamilienhaus. Am Mittwochabend, 29. März, 18.45 Uhr, kamen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Ansprunger Hauptstraße zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich des Sicherungskastens zu einem Brand. Ein Bewohner, 33, versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die 6 Bewohner des Hauses konnten sich anschließend selbstständig ins Freie retten. Feuerwehrleute brachten den Brand zeitnah unter Kontrolle. Der 33-Jährige wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro. Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei begutachtete am gestrigen Donnerstag den Brandort. Tschopau, Ortsteil Willischtal, in Kurve überholt, Zeugen gesucht. Ein bisher unbekannter grüner Sattelzug mit grünem Sattelauflieger befuhr am Mittwoch, 29. März, 16.30 Uhr die Scharfensteiner Straße S228 in Richtung Scharfenstein. Ungefähr 400 Meter nach dem Ortsausgang Tschopau überholte der Sattelzug in einer Rechtskurve mit durchgehender Sperrlinie 2 Fahrradfahrer. Als der unbekannte Sattelzugfahrer einen entgegenkommenden Dacia bemerkte, lenkte er zurück auf die rechte Fahrbahnseite. Dabei streifte der Sattelzug einen der beiden Fahrradfahrer, 63. Der stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Danach setzte der Sattelzug seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Wer kann Angaben zum Geschehen bzw. zum unbekannten Sattelzug und oder dessen Fahrer, Fahrerin machen? Unter Telefon 0371 87 400 werden Hinweise beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz aufgenommen. Das Regionalwetter wird Ihnen präsentiert von Deprog. Mit uns ist immer Rausgehwetter. Aktuelle Angebote sehen Sie gleich. Deprog, Hauptsache draußen. Das, was wir wettertechnisch heute erlebt haben, haben wir Tief Markus zu verdanken. Jenes hatte beim Heranziehen dicke Wolken und teils gewittrige Schauer mit dabei.
Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel bedeckt und blickdicht und von den Sternen und dem zunehmenden Mond ist nichts zu sehen. Allerdings müssen wir mit Regenschauern rechnen. Die gibt es mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Positiv zu bewerten sind die Nachttemperaturen, denn die liegen durchweg im Plusbereich. In den tieferen Regionen unseres Sendegebietes gibt es 6 bis 8 Grad und oben auf dem Erzgebirgskamm zeigen die Thermometer zwischen 5 und 7 Grad an. Der Wind weht dabei leicht mit um die 18 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens begleitet uns schon ein bedeckter Himmel und auch leichter Regen ist mit dabei. Mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit tut er das. Das Tief Markus verlagert sich nur sehr langsam weiter Richtung Osten und von daher sind auch keine großen Änderungen im Tagesverlauf zu erwarten. Bedeckt und regnerisch sind der Vor- und der Nachmittag. Ja, und so geht's dann auch in die Nacht hinein. Eigentlich ein Tag zum Vergessen. Die Sonne ist morgen fast nicht zu sehen und deshalb bekommt sie einen Fehltag mit 0 Arbeitsstunden bescheinigt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt durchweg bei 90%. Planen Sie das bei der Wahl Ihrer Kleiderordnung mit ein. Ein Trost sind nochmal die Temperaturen. Das Quecksilber erkämpft sich oben in den Kammlagen zwischen 5 und 8 Grad und die tieferen Regionen bekommen Werte zwischen 7 und 9 Grad. Der Wind weht dabei in frischen Böen mit bis zu 43 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Kleiner Tipp noch, genießen Sie es trotzdem, denn es wird ganz anders. Tja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist die sogenannte Karwoche vor Ostern. Vorher blicken wir aber erstmal auf den Sonntag. Am Sonntag erwischt uns der Wetterwechsel eiskalt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Himmel ist zwar wolkig mit kurzen sonnigen Momenten, aber wir müssen uns auf neue Schneeschauer einstellen und das bis ins Flachland. Zwischen minus 4 und plus 3 Grad finden wir in den Anzeigen der Thermometer wieder bei einem frischen Bögenwind aus Norden. Die Karwoche startet dann am Montag mit sonnigen Abschnitten von einem wolkigen Himmel. Schnee ist dann eher die Ausnahme, auch wenn es mit minus 4 bis plus 3 Grad weiter kalt bleibt. Wind gibt es natürlich auch, und zwar leicht aus Norden. Ob sich dann nächste Woche der Frühling doch endlich durchsetzt oder der Winter weiter am Drücker bleibt, das beleuchten wir dann am Montag hier an dieser Stelle. Das war's nämlich für diese Woche hier vom Regionalwetter. Das war's dann auch schon vom Freitagsregional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.glückauf.tv. Mit diesem wohlwollenden Hinweis wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Ja, und für mich heißt es, wie jeden Freitag, nur noch Kern, Wischen, Raus. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Achtung, morgen ist 1. April. Osteraktion bei Deprog Active. Vom 27. März bis 8. April 20% auf alles. Sagen Sie im Shop einfach MEF23 und erhalten dicke Rabatte. Fleece, Softshelljacke, Outdoorhosen oder auch Weste. Bei Deprog bekommen Sie alles für draußen. Deprog Active am Abrahamschacht 1a in Marienberg gegenüber Kaufland. Oder online www.outdoor-shop.com.